Herzlich willkommen zurück zu Miles Morales. So, wir gehen einmal über den Weihnachtsmarkt mit unserem Kumpel Genji. Das ist schon komisch, meine Mama als Politikerin. Ich kenne sie ja nur als Lehrer. Wir können hier leider keine Buben benutzen, ne? Ähnlich, oder? Leute zusammentreiben, ihnen was beibringen, dafür sorgen. Das Graffiti können wir uns angucken. Sieht echt cool aus. Oh, taubstumm. Ich beherrsche Zeichensprache. Oh. Sorry. Ich mache nächstes Semester auch Gebärdensprache. Espanol habe ich ja inzwischen gemeistert. Ah, sí. Desde cuando. Du machst dir zu viele Sorgen. Gloria! Hallo! Hi, Miles. Das ist meine Freundin Steph. Hi, Steph. Deine neue Freiwillige bei Feast. Schön, dich kennenzulernen. Wir treffen uns dann bestimmt irgendwann im Asyl. Apropos. Keine Schichten bis nach den Ferien. Falls wir dann offen haben. Was meinst du? Ach, mach dir keine Sorgen. Hör deiner Mom gut zu. Wir sehen uns nach den Ferien. Netter Junge. Okay, was soll uns das sagen? Ist unser Wahlprogramm nicht unbedingt das, was die sich erhoffen? Oh, hier sind überall Securities. Ey, die sind aber auch, stell mal vor, du gehst auf irgendeine Fete, irgendein Festival und so. So eine Security in Exoskelett bewaffnet mit schusssicherer Weste und Granaten am Gürtel läuft da rum, weißt du? Es ist so ein bisschen übertrieben. Hier, unser Onkel. Aaron, ich hätte dich nicht erwartet. Ich gehe, bevor deine Mom mich sieht. Wer ist das? Mein Freund Genki. Er hilft mir bei meinem Spinnenprojekt. Aha. Du passt auf meinen Neffen auf, ja? Ich versuch's, aber er macht's mir nicht leicht. Ich bin doch hier. Ja, viel Spaß bei der Kundgebung, Kleiner. Ah, das Straßenfest ist für die Kundgebung von Mom. Hey, du hast es ihm gesagt? Rausgekriegt. Ich erzähl dir alles zu Hause. Ja, hier ist Rio Morales, ihre Gegenkampagne gestartet. Da sollte man mehr Wahlwerbung gegen sie schaffen. Okay, also unsere Security ist nicht unbedingt auf unserer Seite. Die sind auch gegen unsere Wahlkampagne. Was soll als nächstes vorhaben? Ich hoffe auf. Sie begreifen, dass Spider-Man zu viel für sie ist und gehen nach Hause. Schön wär's. Ja, die können hier halt gut Leute anwerben, ne? Wenn es ein armes Viertel ist, dann kriegen sie halt gut die Jugendlichen auf ihrer Seite gezogen. Danke, Tim. Ach, Roxanne hat's wirklich mit immer wachsam bleiben, hm? Oh ja. Buenas noches, vecinos. Die Frage ist, worauf passen die auf, ne? Auf uns Roxanne oder haben die ein Auge auf uns? Hey, bist du okay? Wahrscheinlich sowohl als auch. Was so an der Rede ist, mein Dad. Heimat der besten Eiscreme in ganz New York City. Und Juniperos Kita. Das ist okay, Mann. Deine Mom hat Leute, die auf sie aufpassen. Die Kirche St. Teresa, deren Chor jeden Sonntag und Mittwoch den ganzen du bist jetzt Block mit Spider. Und selbst jetzt. Roxxon transportiert Nuform, ihren experimentellen Treibstoff, durch die Stadt und schweigt über die Risiken. Diese Botschaft ist für Roxxon. Der, für den ihr arbeitet, Simon Krieger, ist ein Mörder. Diese Plaza ist ein Denkmal seiner Skrupellosigkeit. Sie wird nicht eröffnet. Der Underground sorgt dafür. Ein Problem. Könnte es sein, dass der Underground quasi für das Gute kämpft mit bösen Mitteln? Glaube ich eher weniger. Das ist wie so eine Gang-Rivalität. So. Müssen wir hier ein bisschen ausdünnen.
Von hinten hauen ist ja, das ist ja unfair. Das sagte er, während er mit einem Backflip rübersprang, um ihn von hinten zu schlagen. So. Jetzt haben wir nur noch die Leute da oben. Was können wir hier in der Luft Cooles machen? Oh! Ja, Achtung, ist glatt draußen. Winter. Hier haben wir den anstrengendsten Gegner. Soll ich dich mal befreien? Und, ja gut. Das hat wahrscheinlich ein bisschen wehgetan. Die können halt auch mega gut springen, ne? Wird wahrscheinlich nicht so schlimm sein. Was macht der Underground? Oh. Das ergibt keinen Sinn. Ich dachte, sie wollen Nuform, aber hier ist doch keins. Ich muss herausfinden, was Tinkerer plant. Okay. Ich greife auf deine Analysedaten zu. Sag mal, könnte es sein, dass der Underground vielleicht von den, Und Genki? Danke wegen meiner Mom. Jederzeit. Oh, kleinen Moment. Eure Leuchtwaffen werden euch nichts nützen. Lol. Irgendwie glaube ich, dass der Underground gekauft ist von Nuform, um die Wahlkampagne vielleicht zu zerstören. Könnte das sein? Will man damit möglicherweise die Wahlkampagne sabotieren? So, den einmal runter. Und dich haben wir noch. Was war das? Oh, da ist ein Reaktor hochgegangen. Wie ich es gesagt habe. Ja, ich geb mir Mühe. Unterschreibst du auf meinem Gips. Okay, Ma. Schade. Ich dachte, ich kann mit dem Heli mitfliegen. Wäre natürlich geil gewesen. Onkel Aaron, alles klar? Mir geht's gut. Ich hab versucht, euch zu erreichen. Wo seid ihr jetzt? Ich will zu Braithwaite Bridge. Es gab eine Explosion. Okay, aber wenn Roxxon auftaucht, verschwindest du, klar? Sie werden einen Sündenbock für das alles suchen. Und Tinkerer wird ihnen nicht reichen. Okay. Ich pass schon auf. Ich glaube immer noch, dass der Underground von denen bezahlt wird. Und quasi nur da, dazu dient, der Wahlkampagne zu schaden. Aber die Wahlkampagne, die ist ja, die ist ja gegen den. Erschießen wir uns nicht, okay? Okay, das ist scheinbar eine Frau. Autsch. Wir wollen das Nuform. Ignoriert alles andere. Okay, scheinbar ist meine Theorie damit hinfällig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Firma, dass das die Guten sind.
Werdet ihn los. Dann nehmt mit, so viel ihr tragen könnt. Oh. Das ändert wieder einiges. Er destabilisiert es. Runter! Dürfen wir sie jetzt noch bekämpfen? Ich meine, sie ist ja eigentlich unsere beste Freundin, ne? Deswegen die Geheimniskrämerei. Dann kämpft die ja auch theoretisch gegen ihren Bruder. Okay, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen... Müssen wir mal ein bisschen Gas geben hier. So. Mit dir bin ich noch nicht fertig. Das war ein cooler Move. Wie habe ich denn beide rangezogen? Das jedes Mal aussieht. Ich finde das so cool. Das ist halt so geil, diese Moves. Boom. Oh, ich liebe es. Warte, ich muss mich einmal aus dem Explosionsradius prügeln. Ich glaube, dieser komische Karate-Kick da aus der Luft, das ist so der einzige Move, den ich nicht so geil finde. Die anderen sehen halt spektakulär aus, ne? Ich will nochmal einen machen. Okay, haben wir alle? Oh oh. Oh, scheiße. Ich gehe davon aus, wir müssen den Schulbus retten. Die Leute müssen von der Brücke runter, bevor sie einstürzen. Oh, upsala. Mensch, ich will hier landen. Was machst du da, Miles? So, was kann ich mit euch machen? Was kann ich für euch tun? Ich dachte, ich muss die alle rausschwingen. Diese Animationen sind doch so geil. Alle aussteigen! Alle raus hier! Dieses Spiel ist ein halber Film. Keine Sorge, ich hab sie! Nein! Ist das geil! Einfach nur geil gemacht. Ich hab ne Idee. Ich muss stabiler werden. Okay, okay, okay. Ich brauche etwas, das die rüberbringt. Etwas, das die rüberbringt. Nein, 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 nein!
Ein Hoch auf unseren dicken Bizeps. Den sollten wir vielleicht abnetzen. Alter Schwede. Ist keiner zu Schaden gekommen. Wir haben es nochmal geschafft. Das war ich. Meine Kräfte. Ich habe das gesprengt. Das sehe ich dezent anders. Also, es ist nicht wirklich unsere Schuld. Alle in Sicherheit. Nach der Explosion fing die Brücke an. Sieh den anderen Spider-Man. Erbitte Anweisungen. Was ist los? Ich habe keine Ahnung. Verstanden. Nein! Irgendwie habe ich mir das gedacht. Ich bin nicht euer Feind. Was macht ihr denn? Er hat uns gerettet. Hey, lass ihn in Ruhe. Ich nehme das auf. Wir sind sie. Weg mit dem Handy, sofort. Ich sagte Handy weg. Sofort. Hey, lass sie in Ruhe. Verschwinde. Das ist die letzte Warnung. Ich habe geholfen. Ich glaube, wir müssen sie jetzt auch verprügeln. Au! Zum Teufel! Wo ist der hin? Da wir Angst haben, sind wir jetzt unsichtbar. Haben die ihn geschubst? Wo ist der denn hin? Wir haben eine neue Fähigkeit erlernt. Sehr schön. Was ist jetzt mit Roxons? Wir sind für sie da. Die hätten mich erschossen. Die wollten nicht mal zuhören. Bist du okay? Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß nicht. Heute bei mir ist Simon Krieger. Wir sprechen über die Zerstörung der Braithwaite Bridge. Hey, ich will den neuen Spider-Man unterstützen, aber seine... Wie nennt man das? Bioelektrizität? Willst du Frühstück? Hat Roxxon Eigentum zerstört. Und darüber hinaus unsere Brücke. Das Roxxon stimmt doch nicht. So war das gar nicht. Finn ist Tinkerer. Sie hat das Nuform gestohlen. Ich weiß nicht wieso. Und ich hab die Brücke gesprengt. Nein, du hast... Ich gehe jetzt zur Wahlkampfzentrale. Soll ich euch irgendwas mitbringen? Wie wär's mit Dolce de Coco? Genki hat schon auf den Gips unterschrieben. Ich dachte, du würdest aufhören. Warum sollte ich? Ich kämpfe für mein Zuhause. Ich mein's ernst. Du könntest tot sein. Unsere Familie gibt nicht auf. Das weißt du. Mom! Dulce de Coco wäre toll. Wenn's kein Problem ist. Ist es nicht. Ich dachte, ich könnte mit meinen Kräften alles wieder gut machen. All das tun, was Spider-Man tut. Immer wenn du Spider-Man sagst, meinst du damit den anderen. Du bist Spider-Man. Du richtest das. Auf deine Art. Here we go. Found my position, let's hit the road. Came alone, now my people here with me, I'm in my zone. Been around the block of time.
over to. I tell you where to go, I tell you how to move. I got longitude and latitudes. Keep it moving, that's my attitude. Looking back, I know they probably doubt me, not a city. Jetzt fangen wir an, selber Sachen zu entwickeln. I took the message and sent it, felt like I was born for this minute. This is my time. Ja, jetzt haben wir den schwarzen Anzug. Der sieht auch so mega gut aus. Ein ganz anderes Gefühl beim Schwingen, oder? Was waren die nochmal? Das sind diese Zeitdinger, ne? Leute brauchen unsere Hilfe jetzt mehr denn je, glaube ich. Wir brauchen kürzeren. Können wir ja einmal mit ausbuddeln. Nur ein Wort lang. So. Ja, gut. Rollerblades. Miles, endlich erreiche ich dich. Oh. Hey, Pete, wie läuft's? Ich habe Nachrichten geguckt. Auf Sukarianisch. Entweder ist eine Brücke explodiert oder ein Bagel verräuchert. Was im Kontext keinen Sinn ergibt. Auf jeden Fall suche ich nach Flügen. Ich kann morgen Abend zurück sein. Nein, tu das nicht. Schon okay. Ich weiß, wer die Verantwortung trägt. Ich werde sie aufhalten. Versprochen. Okay, ich vertraue dir. Aber wenn du mich brauchst, fliege ich so. Schade, ich hätte eigentlich... Wow! Wo kam das her? Ich hätte ja eigentlich sehr gerne mit Pete zusammengearbeitet. Okay. Zum Ansehen Y drücken. Wir machen das mal einmal, damit das weggeht und es wenig. Müssen wir vielleicht einmal ins Menü? Okay, damit werden wir erstmal leben müssen, glaube ich. Kriegst du mich nicht weg? Naja. Halb so wild, ne? Sicher das Ziel. Lebendig. Ihr kriegt mich heute ganz sicher nicht. Alter, die haben aber. Die sind aber ein bisschen anders als Gegner. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihn im Visier. Wow. Das tut dezent weh. Nein, tust du nicht. Ja, wir können ja mal gegenseitig ballern. Okay, hier sind Raketenwerfer. Ich denke auch nicht dran. Okay, die nehmen wir nicht so leicht ab. Müssen wir ein bisschen anders kämpfen für, würde ich sagen. Ja, und jetzt, Roxon? Okay, das haben wir erledigt. So. Ich krieg diese Rollerblades nicht weg. Finns Familie hat eine Werkstatt in Midtown. Sie hat dort immer gearbeitet. Vielleicht habe ich Glück und sie tut das immer noch. Wäre es nicht einfacher, sie anzurufen und zu reden? Ich glaube nicht, Mann. Als ich sie auf der Brücke sah, habe ich sie kaum... Jetzt habe ich hier die ganze Zeit diese Rollerblades. Ich muss wissen, warum sie das alles tut. Okay, Mann. Mach, was du für richtig hältst. Halt mich auf dem Laufenden. Okay, wir könnten die Spider-App nutzen. Ich hoffe aber, dass ich die Rollerblades wegkriege, wenn ich hier irgendwas anderes entweder finde... Warte, wir haben ja hier noch... Was zeigt uns das denn jetzt genau an? Hier ist eine Kiste in der Nähe. Hey, ich bin's. Wohin ging's gerade? Okay, ich vertraue dir. Wir schauen mal. Fliege ich sofort nach Hause. Ansonsten sehen wir uns in ein paar Wochen bei meiner Rückkehr.
Ja, okay. Danke. Müsste rein theoretisch hier drüben sein. Warum gibt es 7 verschiedene Wörter für Klo? Underground-Kiste aufspüren. Die da wäre... Die da wäre wo? Ich habe jetzt halt auch meinen Scanner nicht. So, wir gucken mal einmal hier unten. Ich brauche unbedingt diese Kiste. Damit diese Rollerblades da aus der Ecke verschwinden. Jetzt kann ich natürlich nicht gucken, in welche Richtung ich gehen muss. So, wir gucken einmal hier unten. Oder vielleicht, wenn wir mit ihm hier, Kumpel. Das Beste und Schlimmste an Chanukka, dass meine Mom alles frittiert. Okay, das hat uns nichts gebracht. Frittiert ist doch geil. Hey, die App meldet einen Ladeneinbruch in der Nähe. Ja, aber ich kann nicht. Ich muss die Kiste finden. Ich will diese blöde Rollerblades hier. Es gibt ja auch noch Polizei, ne? Da müssen die Cops sich drum kümmern. Ich jetzt natürlich noch nicht geguckt habe, ist hier oben. Ob die hier irgendwo in der Ecke steht vielleicht. Ach, was weiß ich denn? Hier ist keine Kackkiste. Oder da. Es ist ja rein theoretisch, ist das hier noch mit drinnen, ne? So. Okay, wir können hier aber auch keine Tür aufmachen. Aha. Und jetzt sagt mir, dass die Rollerblades verschwinden. Scheiße. Daraus könnte man was machen. Wir haben den Einbruch, ja. Ja, gut. Die Typen da tatsächlich die Tür ein? Wo denn? Auf welcher Höhe? Hier noch nicht. Ist das unten? Hier um die Ecke. So. Einmal auf uns aufmerksam gemacht. Hier, ja, du verdammter Gauner. Ja, noch macht Spaß. Und du? Möchtest du immer noch den Schurken spielen? Ja, das stimmt wohl. Boah, jetzt. Müsste hier mal ein bisschen Abstand gewinnen. So. Danke, ich habe auch viel geübt. Yeah!
mach dich alle! Das mal bei mir! Kleinen Moment, versuche ich. Müssen wir ein paar Mal ausweichen. Ja. Ich mach dich platt! Nee, noch nicht. Warte, einen hast du noch. Wir müssen hier was aufladen, weißt du? Ah nee, das ist glaube ich nur bei Kombos, ne? Ja, das wird... Ich glaube, das wird nichts, Kollege. Aber ich kann dir den hier zeigen. Und wehe, ich erwische euch nochmal bei sowas. Autsch. Ja, das klang gut. Mann, ich will diese blöden Roller Skates da wegkriegen. Achso, Vorsicht. Muss das mal alles auf den Boden. Warte mal. Achtung! Mega gut. Ja, Rollerblades, die wollen die und weg. Es geht wieder los. Eine Katastrophe in unserer Stadt. Explosionen, so. Ein Sturz, Schüsse inmitten der Rush-Hour. Gottlob gab es keine Toten, aber man hat nicht immer so viel Glück. Was, wenn das ein paar Tage später passiert wäre, beim sogenannten Sturm des Jahrhunderts, von dem die Nachrichten ständig flattern? Dann wird aus einer Katastrophe völliges Chaos. Es wurden auch schon jede Menge Schuldige gefunden, wie dieser Underground-Schläger. Aber hören Sie, es wäre eine Verletzung meiner Pflicht, wenn ich nicht darauf hinweisen würde, dass der Angriff des Underground nur ein Überfall auf einen Transport war, bis Spider-Mans verzogener Schüler auftauchte und alles alleine regeln wollte. Ich habe schon drauf gewartet, wann Jonah denn auf uns drauf zukommt und uns thematisiert. Wieso sind wir eigentlich Spider-Man-Schüler? Ich meine, so grundsätzlich, aktuell sind wir der einzige Spider-Man. So, da müssen wir hin. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich starte das Spiel mal neu. Und hoffe, dass denn diese blöde Zeitkapsel Veloci-Skate, dass die dann endlich weg sind. Ich kann Y drücken, wie ich will. Ich kann mir die nicht ansehen und ich kriege die nicht weg. Ne? Aber was wir vielleicht diese Folge noch machen können. Wir haben noch hier vorne gleich wieder eine Kiste. Ja, da können wir doch einmal schauen, ob wir die hier ein bisschen zügiger finden. Okay, schätzungsweise auf dem Dach da drüben, ne? Oder auf jeden Fall überhaupt irgendwo da. Jemand hat einen Waffendeal in der Nähe gesehen. Ja, eigentlich sind wir wegen was anderem hier. Oder hier drüben? Eine Ratte! So, mein spinnartiger Arachnidenfreund. Wo könnte diese Kiste sein? Was ist das? Ah! Kleiner Moment. So. Das haben wir fixiert. Wir haben ihn geködert! Auf ihn! Oh! Oh, so läuft er! Ja, Kleinen Moment. Bestimmt beim nächsten Mal. Immerhin habt ihr mich ganz schön geködert. Okay. Kommst du nochmal wieder? Ich habe hier nämlich noch einen für dich. Warte, warte, warte. Alle guten Dinge sind drei. Okay. Oh, der war verschwendet. So. Das war der letzte. Dafür konnten wir den Waffendeal nicht verhindern. Er war doch auch witzig. Hat Spaß gemacht.
Ja, ich höre. Wird das Ganze dann gesponsert? Kriege ich das Spider-Mobil umsonst? Hallo? Los, jetzt mach mal hin! Nee, warte. Er war das nicht. Sie? Ah, hier. Junge Dame. Mein Spider-Mobil? Hey Leute, heute wird das mal ein bisschen ernster. Schade. Wenn ihr beim Angriff des Underground of Roxxon Plaza verletzt wurdet, körperlich oder seelisch, sucht euch bitte, bitte Hilfe. Auf meinem Blog stehen die zuständigen Stellen. Themenwechsel. Ich stelle ein Exposé über den Underground zusammen und brauche eure Hilfe. Wenn ihr Infos habt, könntet ihr uns dabei helfen, ein bisschen Licht in eine Gruppe zu bringen. Der Laden ist verrammt. Was für ein trauriger Anblick. So. Aber hier machen wir das nächste Mal weiter, sonst wird die Folge einfach viel zu lang. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.